Oh yeah, wieder zurück. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Direkt nach der nächsten Aufnahme. Aber komm schon, welcher verdammte Charakter könnte denn hier gut sein? Welcher Charakter könnte hier gut sein? Sie eventuell. Ja, oder sie. Ja. Wen kann man hier vernünftig wählen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ganze Spiel ist ja luck-based, aber dieses Brett ist einfach nur dumm. Einfach nur dumm. So, Cloud of Stools. Du, 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 du. Ach ja. Die Karten sind auch ganz praktisch. Du, du, du. Jo. Ach ja. Nein, dieses Brett ist wirklich extrem schlimm. Weil halt zwei Ebenen sind und wer ein Pech hat, dann kommt man nicht mehr zurück zu dem Ort, wo man hin will. Und ja, das Pech halt erstaunlich oft auf diesen dämlichen Warpfeldern zu landen. Weil die Wahrscheinlichkeit statistisch gesehen eigentlich sogar relativ gering ist. Aber hey. Und warum habe ich jetzt schon meine Hypercard? Bringt mir gar nichts. Kann ich nicht zu Beginn einfach mal so einen Dash ziehen? Einfach mit zwei Würfeln würfeln. Dash ist sowieso eine der besten Karten, die im Spiel existieren. Und das Wichtigste in so einem Spiel ist mobil sein. Es geht um Geschwindigkeit, eigentlich nur um Geschwindigkeit. Und zwar um die Bewegungsgeschwindigkeit, die man hat. Wer sich am schnellsten über das Feld bewegen kann, der gewinnt auch. Dupidu. Ja. Ist einfach mal aggressiv. Was natürlich überhaupt nichts bringt. Aber naja, immerhin ihm einen Schaden gemacht. Einen Punkt Schaden. Jo. Das Problem ist halt, dass die Gegner hier auch alle extrem gut im Kampf sind. Mit Attack Up und Verteidigungs Up. Und wir versuchen es nochmal. Ja. Senken unsere Verteidigung absichtlich. Und kriegen erstmal direkt drei Schaden reingedrückt. Auch ein bisschen nervig ist, dass die Gegner halt immer mehr würfeln als man selbst. Weil, ja, angeblich sind die Würfel hier ausgeglichen im Normal, auf normaler Schwierigkeit, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass es normal ist, dass die CPUs eine 5 und eine 6 nach der anderen würfeln und man selbst nur Einsen und Zweien. Vor allem in den Kämpfen. Ja, nur 4 gewürfelt. Was soll denn das? Ja, mach mir einen Schaden unnötigerweise, meine Güte. Und das einzig Schöne ist, dass die KI teilweise dumm ist wie Brot. Wie man hier sieht. Die Hypercard dann nochmal völlig sinnlos verschwendet. Und dann sollte die Hypercard natürlich nur dann einsetzen, wenn noch ein Gegner damit wirklich K.O. haut. Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich möchte hier stehen bleiben. Und defeat enemies. Oh ja. Bam. Und vor allem irgendwie sind die auch so im Verteidigen so unglaublich gut. Wir würfeln bei Verteidigung immer so hohe Zahlen. Ach ja, das Spiel ist so wunderbar unfair. Bam. Ach ja. Ich finde es auch faszinierend, wie die alle hier unten rumhocken.
Ich meine, mich soll es nicht stören, aber... Naja. Da nehme ich... Ja. Die Karte. Oh, sehr schön. Out of Ammo. Keiner kann eine Karte aktivieren. Finde ich ganz gut gerade. Oh yeah. Chapter 9. Natürlich. Warum? Natürlich würfel ich in dem Moment die 1 und lande natürlich auch hier oben. Und damit kann ich, ja, das Spiel eigentlich schon wieder neu starten, weil ich kann nicht mehr gewinnen. Das ist so mies, wenn hier einmal wegteleportiert wird, hat man direkt so eine 97%ige Wahrscheinlichkeit verloren. Weil es so gut wie unmöglich ist, wieder zurückzukommen. Und zumindest für mich, weil ich lande jetzt garantiert jetzt den gesamten Rest des Spiels nicht mehr auf dem Warpfeld. Und wenn, dann warpt es mich nur hier oben rum. Und schlecht auch, dass er jetzt hier oben ist. Ja, ja. Natürlich würfel ich jetzt eine 2. Ja, Gift Exchange will ich nicht. Ich hasse die Karte nämlich immer noch. Ja, ja. Und Mark haut mich um, damit kann ich ganz gut leben im Moment. Ich kann hier gerade sowieso nichts ausrichten. Alter, Mark, hörst du mal auf, in jedem Zug einen Kater einzusetzen? Ja, sie wird schon wieder total OP. Hm, sehr schön. Hier und her. Warum sind eigentlich so viele davon im Deck? Die anderen haben bestimmt alle dreimal diese Karte da reingetan. Zum Ernsthaften fragt sich, woher die Leute die ganzen Karten haben. Setzen ständig welche ein, haben aber ständig drei mit sich dabei. Ne? Das ist total unlogisch. Ja, du bist Level 3. Hast schon so gut wie gewonnen eigentlich. Nein, Blödsinn. Es ist noch alles offen. Ich meine, zum Spiel ist immer alles offen. Hm. Da ich sonst eine ablegen müsste. Puff. Kriegst du mal was zurück. Und so sieht einer ablegen. Na, der schläge ich ganz sicher nicht, ja. Lege ich die hier ab. Na, der ist, wie gesagt, eine der mächtigsten Karten im Spiel eigentlich. Ich glaube, hat sie so einen einfachen Effekt. Aber es sind meistens so einfache Karten, die total abgehen. Da habe ich bitte eine 2 Würfel und danke. Yay. Wieder ganz woanders. Er muss gegen Marie kämpfen. Und ja. Und dann noch gegen einen Huhn. Warum auch immer. Ach ja. Immerhin bin ich jetzt Level 3. Und kann meine Hypercard einsetzen. Oder könnte sie einsetzen, wenn ich das wollte. Natürlich würfelst du dann auch eine 6, du blödes Arschloch. Und warum würfel ich, wenn ich auf Defend klicke, eigentlich immer so niedrig? Habe ich jemals was Höheres als eine 3 gewürfelt in dieser Runde jetzt, als ich mich verteidigt habe? Ich glaube nämlich nicht. Ja, seht ihr? Genau das meine ich. Dann ist man wieder hier oben. Ja. Und die anderen kriegen ihre Random Encounter immer direkt platt, nur ich nicht.
Die Würfel sind hier sowas von gezinkt. Natürlich kriege ich die Möwe. Den schlimmsten Counter von allen, der mich jetzt umhaut. Mit Defense, selbst wenn ich eine 6 würfel, keine Chance. Ja, ich bin K.O. Ja, ja. Aber dass hier die Würfel nicht gezinkt sein sollen, ist doch sogar low. Ach, ich hasse Gift Exchange. Ich hasse diese Karte so sehr. Die wird immer eingesetzt, wenn ich mindestens ein oder zwei Hyperkarten habe und dann verliere ich die jedes Mal. Das ist so nervig. Und wie kommt die jetzt schon wieder auf 6 Wins? Komm schon, Spiel, lass mich bitte wieder mitspielen. Es ist langweilig, nur hier rumzuliegen. Ich muss die Spielgeschwindigkeit mal erhöhen. Fuck you. Das hatte ich auch vorher nie. Normalerweise komme ich eigentlich mal recht schnell wieder auf die Beine, aber... Seit gestern Abend verfolgt mich in so einem Spiel das Pech. Ja, und die Karten sind eigentlich alle ganz gut. Außer Little War. Little War ist keine gute Karte. Jedenfalls nicht, wenn sie selber einsetzt, weil sie einfach zu teuer ist. Bitte spiel eine 2. Fick dich. Auf mich? Nee, auf Marie. Warum auch immer. Die CPUs sind so dumm und gewinnen trotzdem. Einfach weil die Würfel gezinkt sind. Ja. Du. Die Musik nervt mich gerade. So. Was war denn jetzt der Falle? Oh, lass mich doch mal hier weg. Und warum eigentlich immer diese verfickte Möwe? Stirb, du Mistvieh. Ja, ja. Du. Und gleich kommt bestimmt auch wieder der Boss. Ich möchte eigentlich nicht hier ständig Random Encounter haben. Ich möchte eigentlich nur auf ein Warpfeld. Einfach nur auf ein Warpfeld. Diese Runde läuft überhaupt nicht gut. Nee. Der Boss ist immerhin da. Och Mann, oh. Immerhin lande ich hier. Aber Marie ist ziemlich OP. Irgendjemand muss die umhauen. Vorzugsweise der Boss. Aber nein. Stattdessen hat sie das unglaubliche, unfassbare Glück, dass sie sofort auf dem perfekten Feld für sie landet. Und ich habe das Pech, dass ich hier gegen den Boss antreten muss. Ich möchte doch nur, dass diese Pechsträhne endlich endet. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 6 Runden oder so insgesamt nicht mehr gewonnen. Und der Witz sah meistens sogar recht gut für mich aus, lange Zeit. Oder zwischendurch. Und dann passiert irgendwas unglaublich Lames. Du blödes Arschloch. Na, immerhin. Du bist dumm. So ein Vollidiot. Kann ich bitte mal eine 1 würfeln? Nein, kann ich nicht. Und nein, ich gehe nicht zum Boss. Noch nicht. Ja, ja. Hallo. Ich mach Jünen hier oben. Irgendwie muss Marie mal umhauen, sonst hat sie nämlich gleich gewonnen. Da.
Ja, toll, ein 1 und noch ein 1. Direkt zwei hintereinander, warum auch nicht. Boah. Natürlich trifft's mich. Das ist doch so scheiße hier gerade. Ja, immerhin wieder auf 3 HP. Der arme Boss wird hier total niedergekloppt. Wie machen, warum würfen die immer so hoch? Jetzt mal ernsthaft, das ist echt abnormal hier. Boss, bitte versage jetzt nicht. Natürlich versagt er fast. Aber Marie versagt noch mehr. Wow. Ein Riesenhaufen von Versagern hier. Ist ja unglaublich, was dir abgeht. Ich nehme natürlich die Sterne. Und ich komme einfach nicht auf ein Warpfeld. Ja, Skau. Was mir durchaus gefällt. Wieder eins zu viel gewürfelt. Ja, Claudus Siegels kann weg. Ach ja, schön. Okay. Jetzt wird's spannend. Jetzt muss ich irgendwie den Boss umhauen. Naja, das ist der Vorteil an der guten Sora. Aber man gibt mir gar nicht erst die Möglichkeit, das irgendwie mit meiner Hypercard geschickt zu regeln. Nee. Kommt mir einfach jemand zuvor. Oh, endlich. Dafür opfere ich sogar meine Hyperkarte. Hauptsache irgendwie. Oh, bitte Spiel, lass mich endlich wieder nach unten kommen. Wie lange ich hier jetzt schon wieder hier oben festsitze. Das gesamte Spiel eigentlich fast, oder? Und er muss unbedingt mal umgehauen werden von irgendjemandem. Nein, fick dich, Spiel. Weg mit dir, Gift-Exchange, dumme Karte. Welcher Arsch packt dir eigentlich immer mit ins Deck? Sag mal ernsthaft. Welcher Bastard ist das? Wie die auch alle schon mittlerweile auf Level 5 sind. Ich könnte es ja auch sein, aber ich komme nicht auf ein scheiß Teleportationsfeld. Erstmal aktiviert. Keiner von euch jetzt irgendeine Karte in der Runde. Dann geht mir wenigstens das schon mal an die Aufmerksamkeit. Natürlich. Ach ja. Also lauf nicht weg, du blöder Pisser. Das Blöde ist halt, er steht auf 3 HP. Und ich komme auch nie auf irgendein vernünftiges Feld. Auf irgendeine von den 4 Spielerplattformen müsste ich halt kommen. Okay. Der Sieger steht fest. Ich wette, sie wird jetzt im nächsten Zug direkt eine 3 würfeln. Das weiß ich, das wird passieren. Und ich lande hier auf einen random Counter nach dem anderen, bringt nur nichts und sie würfeln eine 3. Das ist doch so scheiße. Ihr werdet dieses Brett übrigens nicht noch einmal sehen, habe ich gerade beschlossen. Ich habe das nächste Brett schon freigeschaltet und... Genau da gehen wir auch hin. Ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Brett. Nein. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.